Ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich die historischen Schaufelraddampfer der Sächsischen Dampfschifffahrt filmen können. Heute bin ich auf dem Elberadweg auf der Plasewitzer Seite. Das ist der Hauptradweg in Dresden-Plasewitz an der bekannten Brücke Blaues Wunder. Im letzten Dampfervideo war ich ja auf der anderen Elbseite, am Körnerplatz. Und heute bin ich am Schillerplatz, also in Dresden-Plasewitz am Blauen Wunder unterwegs. Und ich wünsche dir viel Freude beim Zusehen. Das Blaue Wunder ist eine der ersten strompfeilerfreien Brücken. Es bedeutet, dass also in dem Fluss drin selbst kein Brückenpfeiler vorhanden ist. Und sie wurde 1891 bis 1893 gebaut, also ist schon ziemlich alt und wurde sehr zukunftswürdig gebaut. Also wenn man sich überlegt, dort ist auch die Straßenbahn drüber gefahren bis, ich weiß gar nicht, bis in die 1980er Jahre war es ungefähr, ist die Straßenbahn drüber gefahren. Und jetzt fahren auch Busse drüber. Die Straßenbahn fährt nicht mehr drüber, aber Busse fahren drüber. Und das ist schon erstaunlich, also was diese Brücke aushält. Denn sie ist ja wirklich schon über 130 Jahre alt. Du siehst auch jetzt auf dem Bild die Gedenktafel. Die Brücke wurde im Mai 1945, also am Ende des Zweiten Weltkrieges, vor ihrer Zerstörung gerettet. Also die Kabel, die zur Sprengung schon bereit lagen, wurden unabhängig voneinander von zwei Männern durchtrennt und damit wurde die Brücke erhalten. Das Blaue Wunder wird derzeit renoviert. Auf der einen Seite ist der Farbanstrich, zumindest beim Geländer, schon fertig. Du siehst es. Es ist wieder die blaue Farbe, die also nicht verwittert ist, also die neue Farbe. Und dadurch macht es seinem Namen Blaues Wunder wieder alle Ehre. Thank you.
danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.